Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ich schreibe, weil ich bleibe. Herrscher der Erde von Vincent. Es war einmal ein kleiner Junge, der insgeheim die ganze Welt beherrschte. Er war krank und konnte sonst nichts anderes. Krank muss er geworden sein, weil er Staub abgeleckt oder Dreck gefressen oder in Kloschüsseln gebadet hatte. Außerdem ließ er Pilzviecher auf sich herumkrabbeln. Eltern, aufgepasst! Zeigt ihr Sohn oder ihre Tochter im Alter zwischen 5 und 12 Jahren außergewöhnliches künstlerisches Talent? Ist er oder sie ungewöhnlich begabt im Schreiben, Musizieren oder in einer anderen künstlerischen Ausdrucksform? Falls ja, könnte ihr Kind mithelfen, die Welt der Unterhaltung zu verbessern. Rufen Sie jetzt gebührenfrei an 1800 3x5 4297. Er blieb einfach zu Hause und herrschte über den Planeten. Er kontrollierte die Welt von seinem Bett aus, und zwar mit Papier und Stift. Nicht einmal seine Mom wusste davon. Seine Mom rauchte vor allem gerne. Sie rauchte so viele Zigaretten, dass man aus der Asche eine Freiheitsstatue hätte machen können. Hallo? Hi. Könnte ich bitte Veronica Czapuszkom-Button sprechen? Am Apparat. Mein Name ist Harlan Eisler. Ich arbeite für New Renaissance. Aha. Und was gibt's? Wir sind dabei, unseren vielversprechendsten Schülern Manager zuzuweisen. Ihr Sohn Vincent ist ganz sicher ein Ausnahmetalent. Ich würde Vincent sehr gerne selber managen. Sieht so aus, als stünde ihm eine große Zukunft bevor. Manager? Was soll denn das heißen? Vincent von Joey Goebel. Aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis und Hans M. Herzog. Bearbeitung und Regie Matthias Kapohl. Lieber Vincent, tut mir leid, dass du es ausgerechnet von mir erfährst. Aber du wirst nie glücklich sein. Ich will dir damit nicht wehtun. Ich will es dir einfach sagen, weil ich es nur anständig finde, dass ich ehrlich zu dir bin, ehe wir anfangen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen, denn von nun an wird keiner mehr anständig oder ehrlich zu dir sein. Darum hier gleich noch einmal. Du wirst nie glücklich sein. Jetzt hast du es schriftlich und gern geschehen, echt. Wir werden dir geben, was du brauchst, aber versagen, was du willst. Wir werden dafür sorgen, dass alles, was du für dein Glück brauchst, knapp außerhalb deiner Reichweite bleibt. Solltest du aus Versehen ein Glücksgefühl verspüren, dann halte es fest, mit aller Macht. Genieße es, solange du kannst, denn es bleibt garantiert ein kurzes Vergnügen. Und deshalb entschuldige ich mich im Namen aller, denen du je begegnen wirst, im Voraus für allen Kummer, den wir dir bereiten werden. Dir stehen harte Zeiten bevor, Kleiner. Du bist gewarnt. Nichts für ungut. Dein Harlan. Dir stehen harte Zeiten bevor, Kleiner. Du bist gewarnt. Nichts für ungut. Dein Harlan.
Vincent, verstehst du, was ich mit dem Brief sagen will? Ja. Was steht in meinem Brief? Dass alle gemein sein werden und ich traurig. Genau. Also, ich kann dir helfen, ein bedeutender Schriftsteller zu werden und deine Bücher überall zu verkaufen. Okay? Wenn du willst, dass ich dich in Ruhe lasse, sag's einfach. Sag einfach, ich soll sofort abhauen, schon gehe ich und du kannst ein nettes, einfaches Leben führen, ohne mich. Nein. Warum nicht? Du bist nett zu mir. Nein, bin ich nicht. Du hast den Brief gelesen. Das war kein netter Brief. Aber du magst mich doch. Klar, ich mag dich. Darum sage ich dir das alles und lasse dir die Wahl, auch wenn ich das nicht tun sollte. Also sag mir einfach, ich soll dich in Ruhe lassen und ich tu's. Ist schon in Ordnung. Ich könnte ja am Ende glücklich sein. Doch das wirst du nicht. Werde ich doch. So sicher wie das Amen in der Kirche. Das wirst du nicht. Werde ich doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Wie wollen Sie das machen? Arsentrioxid. Was ist das denn? Rattengift. Der sauberste Weg. Ich will nicht, dass er leiden muss. Ich vermische es gründlich mit dem Futter. Sie können das auch selber machen, wenn Sie wollen. Ach Gott, bloß nicht. Wieso muss das ausgerechnet jetzt sein, so kurz vor Weihnachten? Es muss jetzt sein, damit Vincent ihn findet, wenn er von der Academy nach Hause kommt. Das versaut uns doch die Feiertage. Die Weihnachtsstimmung steigert die Gesamtwirkung noch, finden Sie nicht? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Tut mir leid, aber so lauten meine Anweisungen. Sie haben sich vertraglich verpflichtet, mit uns zusammenzuarbeiten, Veronica. $2,500? Monatlich. Jeden Monat? Aber ja. Ganz bestimmt. New Renaissance hat noch nie einen Vertrag gebrochen. Okay, okay. Da ist der Napf. Den Schüler zeichnet eine geradezu unheimliche Intelligenz aus. Ganz klar, hochbegabt. Schreibt auf erstaunlichem Niveau. Beängstigend, fantasievoll und kreativ. Wegen offensichtlicher geistiger Überlegenheit und Neigung zur Selbstisolation bei Gleichaltrigen unbeliebt. Mangelndes Selbstwertgefühl vermutlich auf Armut zurückzuführen. Insgesamt beweist der Schüler außerordentliches Talent als Künstler, ist aber als funktionierendes Mitglied der Gesellschaft problematisch. Katastrophale Entwicklung möglich. Im Grunde ein ausgesprochen trauriger Fall. Wenn du über deine Mom oder so reden willst, ich bin da, Vincent. Es gibt ja nichts zu bereden. Sie ist weg. Weißt du, warum sie gegangen ist? Sie hat mich nicht geliebt. Tut das weh? Natürlich tut das weh. Meine Mutter hasst mich. Das tut mir leid. Ein Kind wie dich hat sie nicht verdient. Schon erstaunlich, dass du so gut geraten bist mit solch einer Mutter. Und du hast mir geholfen? Nein, hab ich nicht. Hast du doch. Hab ich nicht. Hast du wohl. Mom hätte es wahrscheinlich nicht so lange hier ausgehalten, wenn du nicht gewesen wärst. Und die Chance, die du mir gegeben hast, ich habe großes Glück. Sag das nicht. Du hast kein Glück gehabt. Dein Leben stinkt. Es könnte noch schlimmer sein. Lieber Mr. Eifler, seien Sie gegrüßt. Ich bin bestrebt, eine intellektuelle Wiederbelebung Amerikas in Gang zu bringen. Und zwar durch eine neue Form von Mäzenatentum, das Sie als New Renaissance kennen. Man sagte mir, dass Sie sich bei Stephen Sylvains Abreise hinsichtlich unseres Vorschlags noch unschlüssig waren. Das verstehe ich vollkommen. Umso mehr freue ich mich über Ihre Entscheidung, in Zukunft mit uns zusammenzuarbeiten. Ich gebe zu, die Idee ist ungewöhnlich, grotesk und in gewissen
gewisser Hinsicht, wenn ich so sagen darf, unmoralisch. Dennoch ist sie für unsere Sache von entscheidender Bedeutung. Sie ist ein unerlässlicher Schritt bei dem Versuch, unsere Kultur zu verändern. Entschuldigen Sie das Klischee, doch der Zweck heiligt die Mittel. Steven? Ja? Ich habe noch nie was in Brand gesteckt. Jedenfalls nicht so was Großes. Ist nichts dabei, Häuptling. Nur ein bisschen Benzin verspritzen und ein Streichholz anzünden. Das kann jeder Idiot. Haben auch schon viele Idioten gemacht. Was, wenn ich erwischt werde? Das ist das einzige Haus im Umkreis, oder? Ja. Also, mach dir keine Sorgen. Ist nichts dabei. Doch, ist es. Hast du schon mal ein Haus angezündet, Steven? Scheiße. Drei oder vier habe ich abgefackelt. Drei oder vier? Ja. In Bloodlust 2 und in Bloodlust 3. Aber das sind nur Filme. Das waren Kulissen und du warst nur der scheiß Actionstar. Hör zu. Der Mann will, dass du das Haus abbrennst, also tu es. Er zahlt gut. Und seit dem Hund musstest du doch nichts Großes tun. Ich sehe einfach keinen Sinn darin. Ist rein symbolisch, Alter. Nimmt man ihm sein Haus, hat er nichts mehr. Kein Heim, keine Mutter, keine Familie, nichts. Nur seinen Kopf. Und den wollen wir. Vincent. Und seine Gedanken, verstehst du? Er wird das ganze Jahr über in der Akademie wohnen müssen, weil wir ihn da besser im Auge behalten können. Ehe ich fortfahre, gestatten Sie mir, Ihnen für die guten Dienste zu danken, die Sie der Musikindustrie geleistet haben. Was Sie schreiben, ist nicht nur unterhaltsam und giftig, es trifft vor allem den Punkt. Auch wenn ich für viele der von Ihnen so negativ besprochenen Platten verantwortlich war, genauso wie für die niveaulosen Streifen mit Steven Sylvain. Deshalb habe ich ihm diese Stelle bei New Renaissance angeboten. Trotz meines fortgeschrittenen Alters bin ich nämlich mehr als willig zu lernen. Ich bin jetzt 70 und muss mehrere Jahrzehnte geistigen Stillstands wiedergutmachen. Nur ein Buchstabe unterscheidet bedrückend von berückend. Und nur zwei Buchstaben unterscheiden verlieren von verloren. Vertrau mir einfach. Alleinsein ist besser für dich. Das sagst du immer, Harlan. Wieso eigentlich? Weil es stimmt. Du sollst auf mich hören. Weißt du warum? Warum? Weil zwischen Genie und Wahnsinn nur ein schmaler Grat liegt. Suchst du nach Titten? Nein, nur nach Mädchen im Allgemeinen. Nur so. Der Fernsehschirm ist dein einziges Fenster zur Welt. Das ist nicht gut für einen Schriftsteller. Ich schreibe die ganze Woche. Das kostet mich viel Kraft. Wenn ich so mein Wochenende verbringen will, was ist daran schlimm? Nichts. Aber im Fernsehen läuft nur Mist. Vor allem samstagabends. Du hast mir doch beigebracht, von dem Mist zu lernen, damit ich ihn vermeide. Ist das nicht die Grundlage meiner Ausbildung? Ja, in Ordnung, Klugscheißer. Ich finde das bloß nicht gesund. Ich auch nicht. Ich weiß, ich versacke hier jämmerlich vor der Glotze. Doch das beruhigt mich. Das Leuchten des Fernsehers im Dunkeln, das hat etwas Heimeliges, wie zu Hause. Fehlt dir dein Zuhause? Mir fehlt eines zu haben. Was war das für ein Gefühl, als euer Haus abgebrannt war? Das änderte gar nichts. Nur ist in meinen Gedanken von nun an ein Mädchen mein Zuhause. Irgendeine in der Schule, die du magst? Ja. Wer ist es? Du erzählst es nicht weiter. Wem sollte ich es schon erzählen? Na gut. Sie heißt Daphne. Sie sind Harlan? Genau. Harlan Eifler. Aber haben Sie nicht gesagt, Sie heißen Jack? Ich habe gelogen. Daphne. Ich will nicht, dass Vincent von unserem Treffen erfährt. Falls er fragt, sag ihm, du hättest dich heute mit Jack getroffen. Er redet andauernd von ihm. Er vergöttert sie, echt. Er liebt sie. Das musst du nicht sagen. Dass ich dein Manager werden will, war auch gelogen.
dann sollte ich jetzt besser gehen. Ich kann dir aber einen lukrativen Deal anbieten. Ich weiß nicht, ob die verdummte Unterhaltung nach und nach dem kollektiven Intellekt unserer Nation geschadet hat oder ob die geistige Faulheit des Publikums zuerst da war und wir sie nur bedient haben. Wie dem auch sei. Ich will meinen Teil dazu beitragen, hochwertige Kunst unters Volk zu bringen. Wir werden sehen, was es dann damit macht. Erinnerst du dich an das erste Mal, als du von New Renaissance befragt wurdest? Nein. Du solltest den Satz "Ich schreibe, weil" vervollständigen. Man wollte herausfinden, ob du kreativ bist und ob du aus den richtigen Gründen kreativ bist. Und du erinnerst dich nicht, was du gesagt hast? Nein. Du sagtest, ich schreibe, weil ich bleibe. Das hat mir gut gefallen. Heute würde ich sagen, ich schreibe, weil sie weg ist. Nach wie vor genial. Tja, da Foster Lipowitz von mir verlangt hat, sie zu empfangen, Harlan, müssen Sie irgendetwas richtig machen. Das Problem ist nur, wir wissen wirklich nicht recht, was wir mit den Songs Ihres Klienten anfangen sollen. Und woran liegt das genau, wenn ich fragen darf? Das Problem ist, Harlan, die Musik lässt sich keinem spezifischen Genre zuordnen. Und wir haben keine Ahnung, welcher Altersgruppe wir sie verkaufen sollen. In textlicher Hinsicht ist sie irgendwie abgedreht. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass so eine Musik groß im Radio gespielt wird. Allein der Titel, Self-Titled. Aber das ist ja unsere Absicht. Wir wollen nicht, dass seine Songs irgendwelchem Dreck aus dem Radio ähneln. Verzeihen Sie meinem Kollegen, er ist neu in diesem Geschäft. Sie müssen wissen, das Demo, das Ihre Mitarbeiter gehört haben, ist nur eine Rohfassung, ein erster Entwurf. Wir besorgen einen fähigen Produzenten. Und wenn er erst mal fertig ist, wäre der Song viel eingängiger. Sie liefern uns den Star. In Ordnung. Hören Sie zu. Ich weiß, dass Lipowitz an dieses Projekt glaubt. Deshalb werden wir sehen, was sich machen lässt. Wir meinen Chet Carter könnte diesen Songs eine ganz neue Dimension verleihen. Chet Carter ist der kommende Superstar. Insgesamt 16 Länder verzeichneten Chet Carters Self-Titled auf Platz 1 und das gleichnamige Album belegte 2 Monate lang die Top-Position European Top 100. 2 World Music Awards und 1 MTV Europe Award folgten. In den USA gab es 4-fach Platin, 3 MTV VMA Awards und 5 Grammy-Nominierungen. Und als Self-Titled Platz 1 in den Billboard 100 erreichte, war es das erste Mal seit Elton John, dass ein britischer Interpret die US Number 1 knackte. Nun mögen Sie sich fragen, wie ich auf die Idee komme, dass ich das heutige Publikum überhaupt mit hochwertigen Filmen, Fernsehsendungen und Musik abgeben will, da ihm Sex und Gewalt doch offensichtlich lieber sind als Inhalte. Meine Antwort: ein Trick. Wir benutzen die Stars, nach denen die Leute so verrückt sind, als Köder. Dagegen müssen die Genies von New Renaissance weitgehend unbekannt bleiben. Hi, ich bin dein heimlicher Verehrer, deine heimliche Verehrerin. Wenn du mich gern treffen würdest, komm bitte am 9. November um 19 Uhr ins Shoneys. Setz dich vorne in den Wartebereich. Lass uns das bitte geheim halten. Einfach nur du und ich gegen den Rest der Welt. Ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Und mein Ehrenwort, ich bin weder Psycho noch pervers. Unsterblich verliebt, Neil. Unsterblich verliebt, Carrie. Unsterblich verliebt, Carrie. Du hattest recht. Neil trifft sich mit Carrie. Oh je.
Das tut mir leid. Ich schlitze sie auf. Ich hatte dich vor solchen Mädchen gewarnt. Als es auf dieser Welt nur eine Frau und einen Mann gab, zog die Frau los und fand eine Schlange. Aber was ist mit Neil? Warum hat Neil mir das angetan? Ficken und shoppen. Die Leute sind egoistisch. Liebe ist egoistisch. Ja, es ist ein scheußliches Gefühl. Aber hör zu. Eines Tages machen wir sie alle zu deinen Sklaven. Daphne, Carrie, Jane und wie sie alle heißen. Vergiss sie. Sollen sie doch mit ihren Sexualpartnern verfaulen. Der Höhepunkt ihres Lebens wird sein, dass sie dich kannten und ihre einzige nennenswerte Leistung auf diesem Planeten wird darin bestehen, dass sie dich zu einem Song inspiriert haben. Neil hat gesagt, er wäre mein bester Freund. Hier ist deine Therapie. Ich schreibe, weil sie weg ist. Ich möchte behaupten, dass die Unterhaltung die Kunst getötet hat. Statt Kunst haben wir Unterhaltung. Statt Künstlern schöne Gesichter, die geil sind auf Ruhm, Spaß und Reichtum. Leiden wird minimiert, Gewinn maximiert. Ich glaube, Sie wissen inzwischen, welche Machtposition ich als Vorstandschef von EUE Globeturner bekleide. Ich habe New Renaissance zur Chefsache gemacht, da ich dank Einfluss, Verbindungen und Macht als einer von wenigen in der Lage bin, das Projekt auch zum Erfolg zu führen. Leute sehen fern, um genau so einem Mist zu entfliehen. Aber ich meine, dass in diesem Projekt eine Menge Potenzial... Entschuldigen Sie, Monika, Sie sind noch nicht dran. Warum sollte man sich sowas freiwillig ansehen? Die Serie ist gut geschrieben. Mein Klient Vincent hat Grocery Store in einem ganz gewöhnlichen Supermarkt angesiedelt. Ich halte das für ein erfrischendes Konzept. Erfrischend. Ein in der Arbeiterklasse angesiedeltes, mit Alltagsproblemen gespicktes Drama, in dem der Durchschnittszuschauer erfährt, dass er nicht allein ist. Diese Serie wird alle Zielgruppen ansprechen, alle Altersstufen. In der Fleischabteilung arbeiten junge Frauen von Mitte 20. Für diese Rollen könnte man besonders attraktive Mädchen nehmen, als Anreiz für die männlichen Zuschauer. Also, wenn überhaupt, liegt die einzige Möglichkeit dieses Supermarktkonzepts im Product Placement. Eine bessere Umgebung für Markenartikel gibt es gar nicht. Wir hatten eigentlich vor, nur fiktive Markennamen zu benutzen. In den scheiß Werbespots könnten doch Figuren aus der Fernsehserie auftreten. Die Commercials könnten ein scheiß Teil der Serie sein und die Handlung vorantreiben. Dann würde sich jeder die Werbung ansehen. Lipowitz hatte recht, was diesen Knaben betrifft. Er ist ein gottverdammtes Genie. Na schön. Grocery Store gehört Ihnen. Aber unter einer Bedingung. Und die wäre? Vincent hatte eine Idee für einen neuen Kabelsender. Er soll auf Sendung gehen, wenn Grocery Store ausgestrahlt wird. Mr. Eifler, wir kaufen eine komplette Staffel Ihrer Fernsehserie. Und im Gegenzug verlangen Sie einen ganzen Sender. Sie sind größenwahnsinnig. Die Sache ist nicht so wahnsinnig, wie sie klingt. Seine Idee heißt Art TV. Art TV wird einen gewöhnlichen Fernsehschirm in einen Bilderrahmen verwandeln. Und in diesem Rahmen werden Kunstwerke von der Antike bis heute gezeigt. Sie werden alle 2 Minuten wechseln, das Ganze ohne Worte, nur klassische Musik im Hintergrund. Nur Bilder? Mehr nicht? Genau, aber in 2 Minuten eines Dali-Gemäldes steckt mehr Substanz als in einer ganzen Stunde von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das wird nicht funktionieren, Mr. Eifler. Die Leute wollen unterhalten werden. Das ist keine Unterhaltung, nur Bilder. Den Durchschnittszuschauer lässt das kalt, verlassen Sie sich darauf. Das ist keine Unterhaltung, das ist langweilig. Schade. New Renaissance war der Meinung, in Ihnen einen Partner zu finden, der neue, vielleicht auch riskante Wege bestreiten will. Doch keiner von Ihnen ist dazu bereit. Also war's das wohl. Ich bin bereit. Was? Ich bin dazu bereit. Mir gefällt seine Idee. Übrigens bin ich in allem seiner Meinung. Danke sehr. Also gut, Mr. Eifler. Unsere Monika, Miss Watkins, wird für Art TV zuständig sein. Wir schreiben eine ergänzende Vertragsklausel hinein und kaufen den scheiß Kunstkanal zusätzlich zu der scheiß Supermarktserie. Sobald der Vertrag unterschriftsreif ist, rufen wir sie an.
Jahrzehntelang habe ich meine Geschäfte nach der verwerflichen, aber weit verbreiteten Maxime geführt: je dümmer die Produkte, desto höher der Gewinn. Kaum haben heutige Künstler Erfolg, genießen sie Ruhm, Reichtum und Liebe, was ihre Kreativität erstickt. Wir werden unsere Künstler nicht durch Belohnungen wie Geld, Ruhm und Sex anspornen, sondern durch Entbehrungen. Wir geben nicht, wir nehmen. Mr. Eifler, was Sie gesagt haben, das war... Also, ich bin begeistert. Vielen Dank. Würden Sie bitte Harlan sagen? Monika, ich bin neu hier. Das war sozusagen meine Premiere. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Außerdem habe ich mich gefragt, Harlan, nicht wahr? Wahrscheinlich sollte ich das nicht machen. Normalerweise würde ich so etwas nicht machen, aber könnten wir uns irgendwann mal treffen? Ich bin neu in der Stadt und, naja, es wäre kein Date. Ja. Wir könnten über den Kunstsender reden und... Ja. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen? Weil ich nicht reden wollte. Du hast mir eine scheiß Angst eingejagt, Vincent. Tut mir leid. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ich habe mich zu sehr geschämt, um mit dir zu reden. Warum hast du dich geschämt? Seit du weg bist, habe ich nichts mehr geschrieben. Ich muss nur schreiben, aber nicht mal das kann ich. Ich habe Grocery Store und den Kunstkanal verkauft. Sie sagen, du sollst alles andere erstmal auf Eis legen. Sie wollen nicht alles auf einmal kaufen. Grocery Store hat Ihnen gefallen? Hm. Könntest du mir etwas zu trinken besorgen? Heißt das, alles ist weg? Vincent, ich hatte dir 5 Kästen Bier und 4 Flaschen Malt dagelassen, weil ich dachte, ich wäre womöglich monatelang fort. Ich dachte, es würde mir beim Schreiben helfen. Es tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Aber ich kaufe dir wohl besser nichts mehr. Komm schon, lass mich nicht hängen. Du trinkst doch selber. Weniger. Wieso? Ich bin verliebt. Du bist was? Ich bin verliebt. Eigentlich sollte es keinen Unterschied geben, aber am schlimmsten sind die Freitag- und Samstagabende. Sie sind am schlimmsten, weil die Einsamkeit dann am stärksten ist. Man kann hoffen, dass da draußen eine andere Person in einer ähnlichen Lage ist, aber falls es sie gibt, wirst du sie nie kennenlernen, weil diese Person, wie du, auch nie ausgeht. Dir bleiben also nur deine Gedanken. Deine Gedanken sind lebende Menschen in deinem Hirn. Das Mädchen deiner Träume wird von einem Mann vernascht, dem es völlig egal ist. Nur die Stimme des Mädchens zu hören, würde dich eine Woche lang glücklich machen. Doch er darf Tag und Nacht mit ihr verbringen, und es bedeutet ihm gar nichts. Irgendwo am anderen Ende der Stadt gibt es Gelächter und Spaß und etwas, das Freundlichkeit und Liebe ähnelt. Nur Schlaf fühlt sich gut an. Schlafen ist wie ein kleiner Tod. Nur in den frühen Morgenstunden, wenn alle schlafen, fühlt man sich nicht einsam. Genau in diesem Augenblick werden so viele dümmliche Gespräche geführt. Man könnte mit einem Taxifahrer ein vernünftiges Gespräch führen. Man könnte mit ihm darüber reden, dass das Taxi von Travis Bickle eine Metapher für dessen Einsamkeit war. Niemand vermisst einen. Wenn kein einziges anderes Gehirn auf Erden an einen denkt, existiert man dann überhaupt? Aus der Verzweiflung. Man muss stark sein, wenn man allein daliegen und das aushalten kann. Du selbst willst eine Tragödie, ein Attentat, ein Massaker, ein Erdbeben, das eine Stadt in sich zusammenfällt. Niemand vermisst einen. Wenn kein einziges anderes Gehirn auf Erden an einen denkt, existiert man dann überhaupt? Aus der Verzweiflung, man muss stark sein, wenn man allein da liegen und das aushalten kann. Du selbst willst eine Tragödie, ein Attentat, ein Massaker, ein Erdbeben, dass eine Stadt in sich zusammenfällt. Vincent? Hey. Entschuldigung. Psst. Schon gut. Warum bin ich nicht gestorben? Du hast mir das ganze Auto vollgeblutet. Ich sollte jetzt wohl sagen, danke, dass du mich gerettet hast. Ich sollte dich wohl besser ausruhen lassen. Wäre eine Pistole da gewesen, hätte ich mir ins Herz geschossen.
Von wem sind die Blumen? Foster Lipowitz. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass er überhaupt von meiner Existenz weiß. Warum hast du das getan? Ich kann nicht mehr schreiben. Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin immer allein. Du solltest dich nicht selbst so runterziehen. Eine Menge Menschen würden ihr Leben liebend gern gegen deins tauschen. Du bekommst immer dein Geld. Du bist enorm erfolgreich. Du schreibst nicht für die Schublade. Du hast Millionen Menschen unterhalten. Und einigen hast du neue Einsichten vermittelt. Deine Träume sind wahr geworden. Glaubst du an Gott? Ich hatte so meine Zweifel. Bis ich Monika fand. Seit ich sie habe, möchte ich glauben, dass es ihn durchaus geben könnte. Das solltest du aufschreiben. Eins muss klar sein. Keiner von uns wird auf irgendeine Weise aus diesem Projekt persönlich Kapital schlagen oder öffentlich darüber berichten. Ihr Arbeitsvertrag beinhaltet auch eine Geheimhaltungsklausel. Mit vertraulichen Grüßen, Ihr Foster Lipowitz. P.S. Sollten Sie sich entscheiden, einem sterbenden Mann Ihre Unterstützung bei diesem Projekt zu versagen, so rate ich Ihnen, keiner Menschenseele gegenüber auch nur ein Wort zu verlieren. Die Folgeschäden wären nämlich irreparabel. Hör zu, Steven. Was mich betrifft, ist das Projekt gestorben. Oh, das haben nicht du oder ich zu entscheiden, Mann. Ich werde ihm nicht mehr wehtun. Und du musst mir versprechen, auf ihn aufzupassen, solange er hier ist. Sag ihm nicht, dass er schreiben soll. Sag ihm nicht, dass er irgendwas tun soll. Er muss sich ausruhen. Hat er nichts Neues für dich, was man verkaufen kann? Er hatte ein paar neue Drehbücher, aber die hat er zerrissen, bevor er sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Und im Computer? Er hat immer alles handschriftlich notiert. Ist schon erstaunlich, was du aus ihm gemacht hast. Man merkt, wie intelligent er ist. Und seine tiefe Traurigkeit. Monika sagt, sie kann mich nicht lieben, wenn ich damit weitermache. Sie ist entsetzt über das, womit ich die letzten 12 Jahre meines Lebens verbracht habe. Sagt aber, das ändere nichts an ihrer Liebe zu mir. Der Beweis dafür, dass du die Richtige gefunden hast. Mr. Lipowitz ist bereit, dich zu empfangen. Jetzt sofort? Viel länger macht er es nicht mehr. Hast du ihn mal besucht? Er empfängt nicht gern Besucher. Ich glaube, dich, Armleuchter, möchte er gern kennenlernen und dir danken, bevor er stirbt. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, danke. Das hört man gern. Ich wollte Ihnen vor meinem Tod für alles danken, was Sie für uns getan haben. Sie und Vincent haben uns allen bereits jetzt ein Vermächtnis hinterlassen. Vincent war doch der Richtige dafür, nicht wahr? Hat so viel durchgemacht und ist doch untadelig und rechtschaffen daraus hervorgegangen. Stimmt's, Alan? Ja, Sir. Er ist der Beste. Wenn ich ehrlich sein soll, so habe ich mich allmählich gefragt, ob sie überhaupt existieren. Der einzige Beweis dafür war der Brief. Welcher Brief? Das muss jetzt 15 Jahre her sein. In dem Brief stand alles über New Renaissance und warum ich den Job annehmen soll. Den hat Drew Prompts geschrieben. Ach. Meine rechte Hand. Er hat immer den Großteil der anfallenden Arbeit erledigt. Ich bin mehr eine Art Galionsfigur. Ich hatte die Idee. Ich habe das Ganze finanziert. Ich habe die wichtigen Entscheidungen getroffen. Und ich habe meine Wünsche durchgesetzt.
Worms hat den größten Teil des Papierkrams und der geschäftlichen Dinge geregelt. Ich traue ihm zu, dass er ein guter Nachfolger sein wird. Harlan, ich kenne Ihre Geschichte. Aber trotz allem, was Sie im Laufe der Jahre bei uns über das Geschäft gelernt haben, sind Sie immer noch kein Geschäftsmann. Wenn Sie einer wären, würden Sie nämlich erkennen, dass die Kommerzialisierung von New Renaissance eine logische Ausweitung dessen ist, was Sie die ganze Zeit ohnehin gemacht haben. Natürlich fördern wir die Kunst. Aber wir sind unternehmerische Förderer und wir haben unsere Künstler immer finanziell ausgebeutet. Und Vincent, mehr als jeden anderen. Aber doch für die gute Sache. Nicht für den größtmöglichen Profit. Wissen Sie noch, Mr. Proms? Sie sind doch der Verfasser des Briefs, den ich vor meiner Einstellung bekommen habe. Nicht für den größtmöglichen Profit, wie? Mr. Eifler, New Renaissance bekommt ein Viertel aller Gewinne, weil unsere Autoren Stipendien von einer Schule bekamen, die ihnen beibrachte zu glauben, Geld sei schlecht. Förster Lipowitz hat ein System entwickelt, das es uns Geschäftsleuten ermöglicht, 92% der Musiktantiemen und 60% der Einnahmen aus Fernseh- und Filmverkäufen zu behalten. Und das finden unsere Künstler akzeptabel, weil wir ihnen beigebracht haben, die Entbehrung der Belohnung vorzuziehen. Vincent war unser Versuchskaninchen für den extremsten Fall von Entbehrung. Ein Experiment, das übrigens meine Idee war und nicht die von Förster Lipowitz. Mir war immer klar, dass New Renaissance den ganzen Profit selbst einstreicht. Wir alle, die wir daran verdient haben, werden reich sterben. Aber dann sind wir tot, punktum. Vincent und die anderen begabten Kinder haben nicht so viel Geld bekommen, wie sie eigentlich verdient hätten. Aber sie haben etwas geschaffen, das uns überleben wird. Zweifellos. André Malraux sah in der Kunst die einzige Form der Auflehnung des Menschen gegen den Tod. Aber es stimmt nicht. Es ist nicht die einzige. Hemingway schrieb, Töten ist ein Gefühl von Rebellion gegen den Tod, das sich einstellt, sobald man ihn herbeiführt. Was soll das heißen? Dass Künstler und Mörder mehr gemein haben, als man denken könnte. Hallo, Vincent. Erinnerst du dich an mich? Mom? Veronica? Hey, Mom. Warum hast du mich verlassen? Ich wollte wiederkommen. Warum hast du mich verlassen? Wenn ich geblieben wäre, hätte ich mich genauso verhalten wie er. Verarschst du ihn immer noch? Veronica, Moment. Er war meine Familie, alles, was ich hatte. Einen Dreck, weißt du, Vinny. Einen Dreck. Veronica, sei still. Als du noch klein warst, kam dieser Mann zu uns nach Hause und hat erzählt, dass er in deinem Leben rumfuschen will. Er hat gesagt, dann könntest du besser schreiben. Dafür hat er Verträge und alles dabei gehabt. Und das wollte er auf ewig vor dir geheim halten. Sie hat den Verstand verloren. Weißt du noch, wie dein Hund gestorben ist? Das war er. Er hat deinen Hund vergiftet. Er dachte, das würde dich beim Schreiben auf tolle Ideen bringen. Hattest du mal eine Freundin? Er hat gesagt, er würde nie zulassen, dass du eine Freundin hast. Ich hatte eine. Aber die hat sich aus dem Staub gemacht und dich sitzen lassen. Jede Wette, oder? Was meint sie damit? Sie ist durchgedreht. Hey, Haven. Was ist das Schlimmste, was dir je im Leben widerfahren ist? Dass mich meine Mutter verlassen hat. Okay, das Zweitschlimmste. Keine Ahnung. Es ist eine Menge passiert. Ich sterbe an Tuberkulose, angeblich, sagt Harlan. An was? Tuberkulose. Eine Krankheit, an der kaum noch jemand stirbt. Ein Haufen bedeutender Schriftsteller hat daran gelitten. Ich gehe jede Wette ein, dass er dir diesen Scheiß erzählt hat. Sie sagt die Wahrheit, stimmt's? Ich... Lüg jetzt bloß nicht rum, sie sagt die Wahrheit, gib's zu. Ja, aber ich wollte doch nur... Es tut mir so leid, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr... Was hast du mir alles angetan? Das meiste davon. Siehst du? Was habe ich dir gesagt? Du hast meine Freundin weggeschickt. Ja, einige habe ich bestochen. Sie waren nichts wert. Ich wollte damit nichts zu tun haben, Vinny. Darum bin ich abgehauen. Er sollte mich nicht dazu bringen, etwas zu machen, das dir wehgetan hätte.
mich abgehauen. Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich hab dir vertraut. Vincent! Ich habe dir vertraut. Alarm, was geht da vor? Wo ist Vincent? Er hat von unserem Projekt erfahren. Das ist unmöglich. Harlan, wie hat er das herausgefunden? Seine Mutter kann einfach den Mund nicht halten. Mir war nie wohl bei dem Gedanken, dass eine Person unkontrolliert durch die Gegend läuft, die unser Geheimnis kennt. Ich habe zu hart gearbeitet, um den New Renaissance kaputt machen zu lassen, bevor es richtig angefangen hat. Wenigstens haben wir sie endlich gefunden. Ich schicke Ihnen einen Fahrer, der Veronika hierher bringt. Ja, ich bin's. Wir sind bei Veronika. Sie haben sie umgebracht. Ich erklär's dir später. Sieh nur zu, dass du abhaust. Ein Mann war da. Ist eben wieder weg. Er hatte eine Pistole und eine Skimaske auf. Er lief durch die Wohnung, ist dann wieder raus. Ich habe versucht, dich anzurufen, habe mich aber andauernd verwählt, weil ich so aufgeregt bin. Monika! Vincent und ich sind in großer Gefahr. Wir müssen die Stadt verlassen. Wir holen dich ab. Ich liebe dich. Komm mit. Ich lasse Mom nicht allein hier zurück. Vincent, gerade eben war ein Typ in meiner Wohnung. Er war bewaffnet und wollte mich umbringen. Dich wird er auch umbringen, falls er dich findet. Wir müssen die Stadt verlassen. Komm schon. Zuerst ruinierst du mein Leben und jetzt willst du es retten. Genau. Gehen wir. Wo warst du letzte Nacht? Ich bin einfach nur herumgelaufen und habe über alles nachgedacht. Und dann? Ich wollte mit meiner Mom reden, doch als ich ihr Haus endlich gefunden hatte, war es zu spät. Sie heißt jetzt Thunderheart. Wir müssen zur Polizei gehen. Und was sollten wir denen sagen? Dann laufen wir also unser Leben lang davon. Vielleicht nicht unser ganzes Leben. Vielleicht will ich nicht mit dir weglaufen. Dann bringen sie dich um. Wie kannst du so sicher sein, dass sie mich umbringen wollen? Proms kann dich jetzt nur noch vermarkten, wenn du tot bist. Das wäre ihm schon seit einer ganzen Weile am liebsten. Tote Künstler lassen sich einfach besser verkaufen. Ein gewaltsamer Tod sei sogar noch besser. Du würdest augenblicklich zur Legende. Ich glaube nicht, dass er uns findet. Er hat überall Verbindungen, wo es Elektrizität gibt. Soll ich dich absetzen, damit du stirbst? Nein. Ich möchte nicht noch besser vermarktet werden. Vincent, können wir irgendwas für dich tun? Nein, danke. In meinem Kopf herrscht zurzeit ein ziemliches Chaos. Mir ist klar, dass wir die letzten 15 Jahre nicht mit einem Gespräch von Mann zu Mann aus der Welt schaffen können. Ich schwöre, von nun an werde ich dir gegenüber immer ehrlich sein. Wenn du über irgendetwas reden willst, wir sind für dich da. Hey, sieh's doch mal positiv. Wenigstens hast du keine Tuberkulose mehr und du brauchst keine Medikamente mehr nehmen. Es waren sowieso Placebos. Ich habe immer auf dich Acht gegeben. Ich habe dich immer beschützt. Auf meine Art, wie ein Vater. Du hast meinen Hund umgebracht. Ich habe dich gelehrt, welche Schmerzen der Tod verursacht. Du hast ihn nicht ernst genommen. Du hast dafür gesorgt, dass ich Ausschlag bekommen habe. Was ich auch getan habe, es gab gute Gründe dafür. Ich war für dich der fürsorglichste und pflichtbewussteste Manager, den du finden kannst. Du warst ihm immer sehr wichtig, Vincent. Ich war regelrecht eifersüchtig auf dich. Er liebt dich. Er wollte etwas Gutes für dich tun. Und deswegen liebe ich ihn. Aber das ändert nichts. Er hat meine Welt zerstört. Ich habe dich am Leben erhalten und für deinen Erfolg gesorgt. Du hast dafür gesorgt, dass ich immer traurig war. Ja, ich weiß. Ich bin schrecklich. Ich tauge nichts. Darum kutschiere ich dich auch quer durchs Land, um dein Leben zu retten. Steven Sylvain, Actionstar, unter anderem bekannt aus Bloodlust 1 und Bloodlust 2, wurde heute Morgen tot in seinem Apartment aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Proms? Wahrscheinlich. Es ist eine einfache Methode, Probleme zu lösen. Und er ist mächtig. Das ist mir klar. Aber warum? Proms will offenbar alle Zeugen beseitigen. Ursprünglich wussten nur 5 Menschen von dem, was wir mit dir gemacht haben. Proms ist einer davon.
Lipowitz ist gestorben, Steve hat angeblich Selbstmord begangen. Deine Mom wusste es auch und musste sterben. Damit bleibe ich übrig. Jetzt weißt du Bescheid. Wir möchten dir etwas vorschlagen. Okay. Wie lautet der Vorschlag? Sobald Monika und ich unsere Zelte aufgeschlagen haben, und ich weiß nicht wann oder wo das sein wird, möchten wir, dass du bei uns wohnst. Alles in Ordnung, Vincent? Warum fragst du? Irgendwas scheint dich zu stören. Ich habe mich nur gefragt, ob wir unsere gemeinsame Zukunft mit ein paar Drinks feiern sollten. Was mit deinen Augen, Vincent? Oh, ich habe die Kontaktlinsen zu lange drin. Sie bringen mich um. Ich muss sie eigentlich unbedingt rausnehmen, habe aber keine Reinigungslösung, in die ich sie legen könnte. Soll ich losfahren und dir so eine Lösung kaufen? Nein, lass mich deinen Wagen nehmen. Ich hol mir das Zeug selbst. Du kannst ja kaum was sehen. Außerdem hast du mehr getrunken als ich. Ich fahre. Würdest du das tun? Ja. Monika, kümmere du dich um Vincent, während ich weg bin, ja? Oder besser noch, Vincent, kümmere du dich um Monika. Hey. Oh Gott, Harlan, wo bist du gewesen? Was hast du gemacht? Bin herumgefahren. Warum bist du verschwunden? Ich habe dich und Vincent zusammen im Bett gesehen. Ich habe euch gesehen. Er hat's versucht, aber er konnte nicht. Aber du wolltest mit ihm schlafen. Du hast ihn geküsst und befummelt. Ich hab's gesehen. Es tut mir unendlich leid. Ich könnte mich umbringen. Ich hasse mich. Es ist keine Entschuldigung. Ich weiß, aber wir waren betrunken. Ich habe gesehen, wie du ihn angesehen hast. Warum? Wegen seiner Musik und seiner Filme? Wahrscheinlich wolltest du ihn die ganze Zeit über haben und nicht mich. Deshalb hast du ihm vorgeschlagen, er solle bei uns wohnen. Das stimmt nicht. Ich liebe dich. Darf ich vorbeikommen? Wo ist Vincent? Ich weiß nicht. Am Morgen war er weg. Ihr wart beide weg. Ich hatte Angst. Das Zeug für die Kontaktlinsen hat er vermutlich stehen lassen. Ja. Dachte ich mir. Darf ich dich sehen? Nein. Dazu bin ich noch nicht bereit. Etwas Schlimmeres hättest du mir gar nicht antun können. Ich habe dir vertraut, weil ich dachte, du wärst anders als all die anderen, aber das bist du nicht. Du wolltest einen jungen Burschen ficken, den ich als meinen Sohn betrachtet habe. Es tut mir leid, Baby. Ich glaube, ich bin fürs Alleinsein geschaffen. Drew Proms, ehemaliger Leiter der New Renaissance Academy, ist gestern Abend an AIDS verstorben. Proms, der vor 3 Jahren mit der Medienpräsentation von New Renaissance trotz eines groß angelegten Werbefeldzugs ein öffentliches Fiasko erlebte, war nach der sofortigen Schließung der Academy auf seinen alten Posten als Marketingmanager bei Huey Globe Turner zurückgekehrt. Bis zu seinem Tod galt Proms als Schlüsselfigur in zahlreichen ungeklärten Todesfällen, die mit New Renaissance in Verbindung gebracht wurden. Eine endgültige Aufklärung der wahren Hintergründe erscheint nach aktuellen Einschätzungen unmöglich. Mein liebster Harlan, ich weiß, du bist vielleicht anderer Ansicht, aber meiner Meinung nach sind wir nicht auf dieser Welt, um zu leiden. Wir haben lange genug gelitten, fast 13 Jahre. Ich habe dich vor einiger Zeit aufgegeben. Ich habe versucht, jemand anderen zu finden, doch wie ich erwartet hatte, gibt es keine andere für mich. Ich finde alle anderen unerträglich. Verglichen mit dir, meiner Liebsten, wirken sie einfach nur uninteressant. Lass uns wieder zusammenkommen, ehe wir zu krank werden, um uns aneinander zu erfreuen. Wie wär's, wenn wir uns am Flughafen von St. Louis an der Gepäckausgabe in der Ankunftshalle A treffen? Um 13 Uhr an unserem 13. Jahrestag. Lass uns bitte wieder glücklich sein. Für immer dein Harlan. Vincent von Joey Goebel.